Setz schon mal die Sonnenbrille auf. Heute wird es grell und der Frühling wird Neon. Ich zeige euch, wie ihr schöne Kerzen mit unseren neuen Neonfarben gießen könnt. Ich verwende hierfür eine Rillenstabkerzenform. Diese Form ist zweiteilig und die haben wir jetzt ganz neu im Sortiment. Ich habe jetzt schon mal Wachs auf dem Wasserbad schmelzen lassen. Ich habe jetzt hier einfach ganz normales Paraffin und Steraffin Mischung genommen und das steht jetzt eben schon auf dem Wasserbad und ist geschmolzen und ich bereite jetzt hier die Kerzenform direkt vor. Ihr steckt dafür einmal den Docht von oben durch die Öffnung rein und schiebt den Docht einmal ganz durch. Wir haben auch so Dochtgreifer im Shop, da geht es alles ein bisschen leichter. Ich hatte jetzt gerade keinen da. Und dann habt ihr hier diese Nadel, an der ihr dann den Docht festknotet, einmal die Form umdreht und hier mit einer Dichtmasse den Docht oben abdichtet, damit euch das heiße Wachs nicht rauslaufen kann. Dann könnt ihr die Form schon umdrehen und die ist vorbereitet. Und ich nehme heute eben unsere neuen Neonfarben. Die haben wir in 6 verschiedenen Farben da. Und da habe ich mich jetzt für die Farbe Magenta entschieden. Es war gar nicht so einfach, sich für eine zu entscheiden. Und die sind sehr, sehr hoch pigmentiert. Also da braucht ihr wirklich ganz, ganz wenig davon, um die Kerzen zu färben. Und die gebt ihr dann einfach in das geschmolzene Wachs mit rein und lasst die langsam auflösen. Zwischenrein könnt ihr euch immer ein paar Tropfen an die Seite machen, auf einen Teller oder je nachdem, wo ihr das Wachs schmelzt. Ich verwende jetzt hier einfach eine Schmelzkelle zum Wachsschmelzen und da kann ich mir immer die Farbe angucken. Dann kann man das Wachs schon in die Form eingießen. Man braucht ungefähr 85 bis 90 Gramm für diese Form. Ich hatte viel zu viel vorbereitet, deswegen habe ich mir jetzt einfach noch schnell ein Teelichtglas genommen und dann einen Teelichtdocht mit Standfuß reingesetzt und da das restliche Wachs mit aufgegossen, weil es einfach viel zu schade wäre, um das nicht aufzubrauchen. Dann war die Form erst eine Zeit lang einfach so dran gestanden. Dann hatte ich sie noch im Kühlschrank zum Abkühlen. Und die ist ja nicht so dick, deswegen kühlt sie relativ schnell ab. Und dann etwa nach 2 Stunden ungefähr könnt ihr dann die Kerze aus der Form lösen. Dazu nehmt ihr erstmal die Nadel oben raus und unten nehmt ihr dann die Dichtmasse weg. Und dann wird es eben schon spannend, wie leicht die Kerze rausgeht. Aber ich hatte bei der Form wirklich gar keine Probleme, die Kerze rauszunehmen. Ihr macht dann eben das zweite Teil von der Form weg und dann könnt ihr leicht von oben drauf drücken auf die Kerze. Und dann flutscht die quasi schon raus und es bleibt auch wirklich nichts an der Form hängen. Also ich habe die Form dann danach gleich nochmal wieder verwendet, das war gar kein Problem. Und fertig ist eure wunderschöne Stabkerze im tollen Neon Magenta. Ich habe jetzt einfach alle Farben einmal gegossen für euch, damit ihr die Farben direkt sehen könnt. Ihr seht, die sehen wirklich alle super aus. Ich hoffe, ihr könnt euch leichter entscheiden als wie ich, welche Farbe ihr mal probieren wollt. Die Produkte verlinke ich euch in der Infobox unten. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr uns abonniert und vielleicht den ein oder anderen Kommentar da lasst. Nächste Woche beginnen nämlich schon unsere Ostervideos.